Viertel vor eins am Morgen. Mittag liegt geschlafen. Jetzt haben wir jetzt ein bisschen müssen aufstehen. Kurz strecken. Und müssen feststellen, dass sieht man leider nicht ein wunderschöner Sternenhimmel da ist, wenn es stockfinster ist. Von den Temperaturen ist es halt schon frisch, aber es geht halt zum Schlafen. Die Luft schmeckt auf jeden Fall mega gut. Mhm. Und jetzt nehmen wir nochmal einen Anlauf und gucken, ob wir noch ein bisschen schlafen können. Ja. 4 Stunden wird schon wieder hell. Manchmal sieht man noch Sternschnuppe, weißt du? Den Wind schon wieder ist, ja. Genau. Ja, bis morgen, bis später, morgen früh. Tschüss. Morgen, es ist Freitag, der 26. Mai. Halb 6 Uhr am Morgen. Unsere erste Nacht am Zelt war eigentlich gar nicht so schlecht. Gegen den Morgen ist es halt ein bisschen kühl geworden, habe ich gefunden. Ja. Ein bisschen gezogen hat es dann so und windig ist es gewesen, ein bisschen. Und wir haben schon wieder unser Zelt abgebaut und alles so halbwegs wieder verstaut. Gucken wir, dass wir noch irgendwie ein bisschen Teewasser anbringen für einen heißen Tee. Mein Schatz hat schon das zum Morgen rausgenommen. Ich muss jetzt ein bisschen noch helfen mit dem Zelt in die Linie runter. Ich muss im Großen und Ganzen sagen, dass meine Ängste so ein bisschen unbegründet gewesen sind. Die 1000 Augen, die uns angeschaut haben, sind Millionen von Sternen gewesen. Das war mega schön. Also ich habe noch nie so viele Sterne gesehen. Das ist echt toll. Wirklich toll. Ja, und der erste Moment aus dem Schlafsack raus war ein bisschen frisch gewesen und die ersten Schritte haben auch ein bisschen wehgetan. Aber es geht eigentlich, auch von den Temperaturen, findest du nicht? Ja. Ist gegangen und geht jetzt eigentlich. Wir haben natürlich auch dicke Daunenjacke noch an und eine Fleecejacke und so weiter und so fort. Gute Ausrüstung ist auch alles. Ja, dann melde ich mich später wieder. Sehr gut. Du unseren Teewasserglut machst? Ja. Supi. Ah, schau mal. Ja. Ich sehe die Alpen. Alpen blühen. Thank you.
Guten Morgen. So, wir sind wieder unterwegs nach vielen Tees und einem wundervollen Ausblick. Ja, und das ist ja. Gestern abkürzen. Wir müssen einen Umweg machen, weil die offizielle Strecke gesperrt, deswegen fällt es Sturz. Steil drauf. Und steil ist es drauf. Ja, geschissen zum Schluss. Und jetzt gehen wir wieder. Morgenessen. Mhm. Schmeckt's? Das Äpfeli und es da wieder. Und ich habe noch mein Brötli von gestern. Du bist gut. Jetzt gehen wir da wieder in den Wald. Wie fühlen Sie sich? Top. Ich mir auch. Wir haben schon wieder 4 Kilometer gerissen in einer Stunde. Wir haben steil aufgegangen. Wuhu! Also wir haben es im Fall geschafft. Wir sind da oben am Wiesestein und wir sind ein bisschen müde und so. Wir werden aber gleich nachher noch nach Oberdorf absteigen und probieren jetzt irgendwo einen Kaffee zu kriegen. So, da oben. Da oben ist das Kurhaus. Schon mal gesehen dieses Jahr auf einem anderen Video. War es noch nicht so grün. So, jetzt haben wir unser Kaffee und unsere kalte Cola bekommen und wir haben uns entschlossen, nicht auf Oberdorf abzusteigen, sondern noch ein bisschen weiter zu laufen bis Stiereberg. Das andere, das war irgendwie ein anderer Stiereberg, gell? Wo wir übernachtet haben. Und jetzt laufen wir den Jura-Höhenweg einfach weiter bis Stiereberg. Untergrenchen ist das, glaube ich. Jetzt sind wir noch mal 13 Kilometer. Bis später. So, dass der Akku von der Kamera fast leer ist und ich halt zwischendrin den Nahtel Mosko filme und die Qualität vielleicht nicht so gut ist, aber es ist wichtig, dass ich den Weg aufzeichne für euch, weil wir eben letzte Nacht im Zelt übernachtet haben und 2 Tageswanderer kennen, dann werden wir schauen, wie uns das so bis zum Schluss bekommt. Also, es hat jetzt wieder viel mehr Leute auf dem Weg. Ist halt schön da oben. Zugänglich für Autofahrer. Und Gondelbahn. Ja. Wobei die Gondelbahn ist halt schon noch schön. Ja, das Wetter ist schön. Wir genießen es.
da, wie geht es uns zweien? Sensationell. Wir haben einen herrlichen Ausblick. Das ist ja so. Der ist... Wir waren jetzt auf diesem Berg dort hinten. Ja. Genau, jetzt sind wir genau dort hinten. Sind, wir abgestiegen dort aber, vorne. Und jetzt sind wir auf diesem Berg hier genau. Aufgestiegen. Und von der... bis zu den Vogesen gesehen, also ringsum, hat man hier gesehen. Sind wir gespannt, wenn wir da vorne sind. Ja, auf jeden Fall sind wir von der Hasenmatte eben da über auf, was ist der Stallflur? Stallflur, ja. Ist genau. Noch nicht ganz, wahrscheinlich noch ein bisschen früher, aber haben wir das. Auf jeden Fall mal die Sonne pur beim Laufen, das ist mega ja. Gut. Mhm. Und von Müdigkeit spürt man nur noch wenig, nicht ja. So wie am Morgen. Genau. Wuhu, weiter geht's. Geil ist's. Ja. Dem Berg da drüben von der Hasenmatte sind wir jetzt auf die Stallflur gelaufen. Das heißt, wir sind da vorne den Berg runter und den wieder rauf. Und das ist einfach wunderschön. Man sieht hinten die Alpen. Ich hoffe, man hört mich. Mega schön. Also wir sind jetzt auf die Grenchenberge gestiegen, jetzt sind wir dann gleich auf dem Obergrenchenberg. Danach geht es auf den Untergrenchenberg und dann auf den Stiereberg. Und am Stiereberg ist dann unsere heutige Endstation. Es ist ziemlich warm heute. Es hat ziemlich viele Leute unterwegs. Und jo, langsam werden die Beine auch wieder müde. Jetzt haben wir dann gleich wieder mal so 14, 15 Kilometer gemacht. Mittlerweile ist es Mittag. Und wir sind dann hier am Ziel. Dahinter ist das Windrad, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Und wir sitzen da gerade auf so einer schönen Wiese. Ich sitze gerade im Schatten, weil das tut so gut. Ich warte auf meine Maus, sie ist gerade am Föteln. Und es tut gut, kurz ein bisschen zu sitzen. Da ist sie, meine Maus. Ja. Hast du tolle Fotos gemacht? Viele tolle Fotos. Sie ist ja. Mein Foti-Hero. Sie ist absolut super. Und ich sehe schon, wir haben schon richtig gut Farbe bekommen. Ja, das vielleicht ein Sonnenbrändli oder so. Ein kleines Licht. Hast du diese Schätze wieder gut immer eingekriegt? Ja, schön aufpasst. Genau. Jetzt sieht das schon noch die Hütte. Ja, das war schon vorher. Yay, und heute Abend gibt es ein Bad. Ich stinke davon. Es ist Wurst. Ja, Wurst ist ein gutes Stichwort. Mm. Ich habe Lust auf eine Wurst. Ja, schon, könnt schon was vertragen. Ich habe noch ein bisschen Hunger. Das müsste jetzt der obere Grenchenberg sein, oder wie? Ja, genau. Ich habe gerade erklärt, dass wir gerade auf die Grenchenberge gestiegen sind. Und dann der Obergrenchenberg, dann der Untergrenchenberg und dann wird der Stiereberg kommen. Ich schaue mal schnell zeitlich, wie das aussieht. Wo
Eben Grankenberg 10 km, Stierenberg 13,3 km. Also haben wir etwa noch 3,3 km oder so. Die Endesnür, vielleicht ist es ja dann da vorne. Nein, das ist der Obergrankenberg. Und dann geht es wahrscheinlich dort am Berg entlang. Zum Unteren. Und dann der Stierenberg, der ist gar nicht mehr hoch. Oh, das heisst, es geht noch mal schnell runter. Boah, ich bin klitschnass geschwitzt. Ja, egal. Scheissdreck. Warm. Kalt. Also vom Stierenberg geht hier ein Bus. Ja. Ein Bus vom Stierenberg runter. Das ist eigentlich schon hart, weil das sind immer noch 3 Etappen, dann wären wir in Frienvilliers. Eigentlich schon. Aber und vom Obergrankenberg auf den Stierenberg ist noch eine Stunde. Wir sitzen da jetzt zu Önsingen. Und wieso? Sie hat hier den Knochen liegen. Und der ganze ehrliche Finderin hat ihn dir gerade zurückgegeben. Ja, es gibt noch wirklich. Das ist jetzt das dritte Mal seit gestern. Was, dass ich den Knochen liegen? Nein, dass die Leute lieb sind zu uns. Stimmt. Was für eine Ausnahme. Das haben wir noch gar nicht erzählt, gell? Mhm. Also gestern hat uns am Wegrand jemand ein Stück Kuchen gegeben. Der Russenzopf, aber das haben wir aufgenommen auf Video. Ja. Das weiß ich. Und heute ist kein Bus gefahren vom Stierenberg und da war dann so ein netter Mann, der hat uns mit nach Grenchen genommen. Jawohl, 1,5 Stunden lang Fußmarsch hat er uns abgenommen, innerhalb von 25 Minuten. Ja, zum Glück mehr in der Welle. Und es ist einfach kein Bus mehr gefahren. Ja. Und dann, zu guter Letzt, hat sie ihren Knochen im Zug vergessen. Mhm. Und eine ehrliche Finderin ist ans Telefon gegangen. Ja. Typ ist mega verschnupft. Hat auch nicht schnupft. Sorry. Ja, okay. Und wir haben einen mega roten Kessel, voll der Sonnenbrand und so. Und jetzt warten wir auf den Zug nach Olten. Damit ja, wir genau. Wenn wir mal ins Wasser fahren. Aber es war toll gewesen. Ja. Und jetzt bin ich halt mega müde. Genau, jetzt haben wir das Meernöffel gehabt, gell? Genau, und jetzt haben wir so eine Pizza verdient, weil wir heute noch gar nicht wirklich etwas gegessen. Und das heiße Bad zum Desinfektion. Ja, wenn sie genau. Sind gestern Morgen nicht mehr duscht. Ja, wenn man zeltet, dann muss man halt stinkend umrennen. Und das macht ja nicht. Gibt Schlimmeres. ich würde sagen, wir verabschieden uns dann noch damit. Gell? Wir fahren jetzt nach Hause und sind froh. Mit Handy? Mit Handy, genau. Ja. Und dort ein Kessel. Genau. Und wir melden uns wieder. Tschüss. Tschüss.